Herkunft und Qualität von Lebensmitteln sind vielen Konsumenten wichtige Anliegen. Niederösterreichs Lebensmittel, niederösterreichische Produkte verfügen nicht nur über einen guten Ruf, sondern vor allem über eine sehr hohe Qualität. Es ist nicht egal, woher ein Produkt kommt, insbesondere wenn es um Lebensmittel geht. Transparenz bezüglich der Herkunft liefert die Authentizitätsprüfung durch Isotopenanalyse, das sogenannte CSI für Lebensmittel. Das Projekt hat einmal gezeigt, dass es ohne weiteres möglich ist, technisch möglich ist, einwandfrei festzustellen, woher das Produkt kommt, sprich wo es gezogen wurde. Das Projekt Marille war erfolgreich. Wir haben das Projekt Spargel dann ausgeweitet 2018 und es ist auch eine Ausweitung auf andere Produkte in Zukunft möglich. Und was dieses Projekt, das wir mit BLT gemeinsam 2016 gestartet haben, geht es um den Täuschungsschutz. Das heißt, es ist eine dieser Säulen des LMSVGs, wo es so quasi darum geht, den Konsumenten vor Täuschung zu schützen. So quasi, dass gewisse Kennzeichnungen passen in Bezug auf die Herkunft. Wir haben doch seit einigen Jahren doch mitbekommen, dass diese Herkunftskennzeichnung, diese Regionalität einen starken Rückenwind hat. Einige Skandale waren notwendig, um die Sensibilität der Konsumenten und dann auch der Produzenten und Vertreiber diesem Thema gegenüber zu erhöhen. Das macht eine Ausweitung der Isotopenanalyse auf weitere Produkte notwendig. Das heißt, wir können unterscheiden zwischen Wachau-Marille und ausländischen Proben, sei es aus Ungarn, sei es aus dem südlichen Ausland und teilweise, das hängt teilweise von Jahr zu Jahr ab, auch von benachbarten Regionen wie eben dem Weinviertel und dem Burgenland. Für Fälscher brechen damit harte Zeiten an. Es bleibt natürlich im Bereich der Stichproben, aber sozusagen das Wesen natürlich des Konzeptes ist, dass die Stichproben per se nicht berechenbar sind. Wo werden die genommen? Wann werden die genommen? An welchen Örtlichkeiten werden Stichproben gezogen? Das heißt, es lässt sich in einem sehr hohen Ausmaß bei Feststellen von Verfälschungen, Herkunftsverfälschungen, feststellen die quantitative Schadenszahl und daher glaube ich schon, dass wir mit den Stichproben, die wir nehmen, eine extrem hohe Treffsicherheit und Konsumentensicherheit herstellen können. Damit wird der Bedeutung der Regionalität im Bereich der Vermarktung und dem Verkauf von Lebensmitteln mehr Aufmerksamkeit geschenkt, damit geprüfte Qualitätsprodukte in den Haushalten Niederösterreichs landen.